Hallo liebe Frauen und herzlich willkommen zu diesem leicht erbosten TV-Video. Das ist wahrscheinlich das seltsamste TV-Video, was jemals online kam. Was passiert? Wie soll ich erzählen? Ja, mach. Nee, andere erzählt. Andere holt gerade eine Boxershorts. Ja, wir verfolgen ihn. Ah, okay. Auf dem Weg dahin können wir schon mal bitte nach rechts schwenken. Wir kommen aber gleich zu den Details. Freunde, ich komme ja schon, Freunde. Sau krass, was habt ihr gesagt schon? Noch gar nichts. Nur, dass hier was fehlt. Ja. Liebe Freunde, ihr habt es ja wahrscheinlich schon im Let's Draw gesehen. Bei uns wurde eingebrochen und... Setz dich doch mal an den Tisch, Cengiz, und spiel eine Runde Heroes oder so. Warst du schon bei der Tür oder nicht? Nee, wir haben noch gar nichts. So, wir klären euch jetzt mal auf, was hier passiert ist. Wir wurden wach heute Morgen und dann... Natürlich da die beiden Monitore weg, das fällt einem ja sofort auf und dann... Ich bin da halt hingegangen und hab so... geguckt und so gedacht so... Was ist denn hier los? Na und? Dann dachte ich, ihr wollt irgendwie sowas pranken oder dann sowas. Dann kam Cengiz so zu mir, sagte so, yo, hast du diese Monitor? Und ich so, nee. Und dann sind wir zu jedem erstmal hin und wir dachten halt, hier will irgendwer wen verarschen und hat diese Sachen auch weggeräumt. Weil die Tür, also kommen wir gleich zu, aber diese Tür stand offen. Ja. Und ich dachte, das ist so ein gut gemachter Prank. Versteckte Kamera. Ja, so. Genau. Dann haben wir aber mal geguckt, hier an dieser Klinke sind solche... Weiß ich nicht, solche. Ich hoffe, das Schlieren. Sieht man. Sieht man das? Warte, ich muss mal das Licht blocken. Ja, so ganz und grob sieht man es. Wir haben den Verdacht, weil die Tür stand so offen, wie die jetzt ist. Ja. Und die war dann auch so, halt so wie die halt da jetzt ist, mit diesen Dingern dran, dass da irgendwer hier drüber sowas da sich dran so zu schaffen mit gemacht hat. Mit so einem Gegenstand. Mit so einem oder Kleiderbügel oder sowas, das halt hier so durch. Also ja. Wenn das Hände wären, hätte der. Ziemlich dreckige Hände, aber naja. Auf jeden Fall stand das offen und die ganzen Sachen waren weg. Und wir haben das, was wir bis jetzt gesehen haben, war auf jeden Fall... Bei Monitore. Eine Canon ist weg, also Spiegelreflexkamera ist weg. Das ist die Canon, mit der wir eigentlich... Also Let's Draw drehen wir damit. Ja. Die, wenn eine Crime Time kommt, wir drehen alles damit. Ja, und ein bisschen Bargeld ist weg. Das ist so, keine Ahnung. Also insgesamt sind das so zwei... Locker. 2000 oder so, die hier weg sind. Ah, und, ist aber so... Ja, aber also, was ich auch so krass finde, ist, man denkt sich, man fühlt sich so sicher. Einfach so, ja, man ist in Köln. Wir hier in ja, genau. Das ist ja auch, ihr wisst ja auch, das ist nicht das Erdgeschoss hier. Und dann kommt man hier hin und diese Tür ist einfach offen aber und es fehlen Sachen. Aber in einer alten Wohnung bei uns, da ist doch irgendwer tagsüber ein. Ja, genau. In die Wohnung, übers Dach, runter auf diese Balkon. Dann da in waren die Wohnung fünfte Stock und, oder so. Dann so auch ganz schnell rein. So Laptop, Tasche und so alles mitgenommen, bumm, weg. Ja. Und jetzt, ja. Okay, das ist auch ein bisschen... Wir müssen halt alle Fenster zumachen, aber das ist schon krass auf jeden Fall. Ja, das ist halt, man lässt mal so ein Fenster hier auf Kipp einfach und denkt sich nichts dabei. Denkt mir halt auch, wie soll da wer durch? Ja, genau. Das ist doch voll eng hier. Auf jeden aber Fall. Aber wenn der Wichser so einen Gegenstand hat, was kann man ja nichts machen. Wir schicken jetzt eine Fahndung raus an euch, denn mit diesen ganzen Sachen kann dieser Typ nicht, also der muss eine Tasche oder sowas gehabt haben, wo der das reingesteckt hat. Ob der jetzt wenn ihr eine verdächtige Person seht mit einer Tasche, mit Monitoren, dann bitte meldet sie uns. Aber lieber Dieb, ich bin dir nicht böse. Ich kann mir vorstellen, dass du es brauchst, weil sonst hättest du es ja nicht geklaut, ne? Wow. Aber auch ein bisschen unsere Schuld, Freunde, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr komisch, weil man, während man geschlafen hat, war hier ja der drin. So das ist eigentlich eher so das, was so komisch ist, aber... Vielleicht war es auch eine Frau. Kann natürlich auch sein, ja. Eine so Diebe. Stell dir mal vor, das ist so eine geile, die da... So eine geile Blonde. Dann kommt man raus, wie die gerade diese Monitore einsteckt und dann fickt man die. Ja! Lieber Dieb, wenn du das schaust, Grüße an dich. Props an dich. Props an dass du es geschafft hast. Ehre unter Dieben nennt man das immer. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall zur Polizei gehen und Anzeige gegen Unbekannt nennt man das ja erstatten. Zum Glück haben wir gerade rekonstruiert die Canon, zum Beispiel, die geklaut wurde. Die hat ja auch eine Seriennummer, die haben wir noch auf der Packung. Und vielleicht hilft das ja weiter, dass wir eins dieser gestohlenen Sachen wiederbekommen oder mit eurer Hilfe, wenn ihr den Rucksack-Killer da draußen seht. Ich habe Glück, denn meine Freundin hat mich erst vor kurzem meine Versicherung abschließen lassen. Oh. So sind sie, die Frauen, liebe Freunde. Leider haben ich und Jan keine, deswegen sind wir unversichert. Wenn da draußen schöne Frauen sind, meldet euch. Gerne die Blonde mit dem Rucksack. Ansonsten, liebe Freunde, war es das für den heutigen Tage. Ich denke mal, morgen gehen wir uns neue Monitore kaufen. Nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ihr wisst es, ihr kennt das Prozedere. Daumen hoch abonnieren und ansonsten verpisst euch.
Tschüss, Freunde!